Vehicle is moving. Yeah, Please remain still for 2 seconds or more. Warum? Weil wir moven doch. Zweiter Tag, Passat-Projekt. Und zwar sind wir jetzt bei der Bestandsaufnahme. Wir schauen uns jetzt mal an, was die Karre kann. Wir wiegen jetzt erst, schauen Reifendurchmesser an, nehmen Luftdruck, Außenluftdruck und unterm Fahren schauen wir uns noch an, was Außentemperatur ist. Aber jetzt biegt mir erst meinen Sensor drauf. Passat läuft schon warm, in der Werkstatt natürlich. Ich habe alles vorbereitet, aber keinen Stift. Wally, schmeiß mal schnell einen Stift her, bitte. Was? Stift. Stift. Stift blärt. Du filmst selber noch, oder? Natürlich. Ah, super. Was haben wir jetzt da alles? Wir haben einmal unser Luftdruckmessgerät, auch Barometer genannt. Schauen wir jetzt mal, was er hat. Momentan bei uns 953,9 Millibar. Das passt. Temperatur schauen wir uns gleich jetzt dann beim Fahren an. Ich schreibe mir das alles noch auf. Das brauchen wir dann später zur Auswertung. Gut, was brauchen wir noch? Reifendurchmesser. Nachdem der natürlich so super Walzen hat, darfst du gerne mal zeigen, wie viel das wir da haben. Raddurchmesser 68 cm, also 680 mm. So, jetzt brauchen wir noch Gewicht. Ich habe die Radlastwagen schon hergerichtet. Wir schalten jetzt alle ein. Messen werden mit mir, weil es natürlich wichtig ist, auch den kompletten Fahrzustand zu haben. Adrian, sein Gewicht rechnen wir einfach dann noch mit ein. Die 50 Kilo schaffen wir. Genau, schauen wir, ob es der Österreich auf Null ist. Man sieht schon, 3 Wagen, jetzt sind es 4 Wagen, 0,000, also ready. So, und was sagt er? 1840. Passt. So, jetzt kommt das Wichtigste von allem: unser Sensoriksensor, Beschleunigungssensor. Dieses hübsche kleine Teil bauen wir jetzt auf unser Radlaben drauf. Ich mache den Abend vorher noch schnell sauber, hole schnell einen Hadern und einen Bremsenreiniger, wenn ihr einen findet. Warten, die ganzen Bremsenreinigerflaschen. Den darf man noch gar nicht filmen, gell? Den darf man noch gar nicht filmen. Jetzt machen wir das da einmal ein bisschen trocken und sauber. Das ist der gleiche Kleber, wie bei unserem Maxine für die Stoßstangenseiten hergenommen wird. Dann kommt das gute Stück da drauf. Wir drücken noch mal ein bisschen nach. Dann sieht man einmal einschalten, grünes Licht, dürfen wir dann kennzeichnigermaßen. Und jetzt ist er aktiv, das heißt, die Messung läuft jetzt. Wir sichern das Ganze noch mit Panzertape, weil der Sensor ist nicht gerade der günstige. Der Mike von den Sorik hat mir mal gesagt, so um die 1500 Euro muss man rechnen. Und für 1500 Euro klebe ich viel Panzertape an Radnaben, dass das safe ist. Gut, dann sehen wir uns gleich im Auto. Ciao! Also, wir sind jetzt in unserem Passat unterwegs. In Sorik ist eingeschalten, das heißt, wir machen jetzt eine Messung. Üblicherweise Serienauto miss ich im dritten Gang. Grund deswegen, der vierte wird viel zu lang mit zu wenig Power. Und den dritten, der klang uns leicht. Also serienmäßig dritter Gang. Wir machen später dann vierter Gang, wenn wir Leistung haben. Allerdings müssen wir jetzt erstmal schauen, ob überhaupt Leistung da ist. Jetzt hoffen wir, dass die Straße so gut genug ist, aber ich glaube schon. Ich schalte jetzt einmal den dritten. Vielleicht siehst du auch ein bisschen auf mein Display. So, dritter Gang, wir starten bei 1500. Machen wir einen Testlauf. Und Vollgas. Jetzt lassen wir bis Drehzahlbegrenzer dran. Und dann lassen wir ihn auslaufen. Ganz einfache Prozedur, nichts anderes als auf dem Prüfstand. Und wir haben ruckzuck unser Ergebnis, was das Auto kann. Wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, haben wir das Auto schon randvoll tankt mit Aral Ultimate, definitiv der beste Sprit. Aus dem Grund gleich tankt, weil wir wissen nicht, was vorher drin war. Vielleicht war 95er bloß drin. Steht auf dem Tankdeckel 95 Minimum. Wir messen jetzt mal, was er original hat. Je besser der Sprit ist, desto besser ist. Für später dann. Original interessiert es relativ wenig. Schauen wir mal, was rauskommt. Gerade einmal ein paar Ladedruck.
Das ist schon fast das Auge. Schauen wir, ob unsere KW-Anzeige liegt oder nicht, oder? Oder ob wir es vielleicht doch ein bisschen besser hinbringen. Oder schlechter, wer weiß. Jetzt drehe ich da vorne nochmal um. Dann machen wir nochmal 22 Messungen, weil wir machen ja immer mehrere, nicht bloß eine oder zwei. Jetzt haben wir ja gemerkt vorher beim Probieren, wir können sogar den vierten Gang hernehmen, serienmäßig. Er ist relativ kurz übersetzt, hat doch ein bisschen mehr Power, als ich gedacht habe. Also nehmen wir den vierten her. Auflösung besser und ja, man sieht halt einfach nur mal ein bisschen mehr, so kleine Schwächen, sage ich jetzt einmal, je höher die Auflösung ist. Ist auch beim Tune zum Beispiel, beim TT haben wir es gesehen, wir haben einmal im fünften Gang gemessen. Fünfter Gang geht so bis 305, haben wir Chiemsee-Gran bei uns gemacht. Und da hat man gesehen, dass er obenrum ein bisschen Zündwinkelrücknahme gehabt hat. Und das siehst du sofort auf dem Leistungsdiagramm. Ist aber ganz interessant. Aber Software braucht er schon. Schon nicht ganz so schnell, muss man sagen. So, wie viel zurück haben wir jetzt? 3, 4. Machen wir noch eine. Also wir haben zwei Systeme dabei. Wir messen ja 0 auf 100 und 100 auf 200, wenn uns der Platz gelangt. Und zwar einmal, der Adrian hält schon drauf, die Race Logic, V-Box, P-Box, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, mit Speicherkarten und einmal die P-Gear. P-Gear ist mittlerweile ein ganz beliebtes Tool für 100 auf 200 Messungen, ist der Gegenspieler zum Race Logic und aber auch zur Draghi. Draghi habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Race Logic ist aber nach wie vor das System, nicht der System, sondern das System, weil wir können die Zeiten korrigieren. Sprich, wir können Geländeunebenheiten quasi rauskorrigieren und wir können uns zusätzlich anzeigen lassen, auf was für einer Ebene bei der Karte dass wir sind. Ah, Sensor haben wir eingepackt. Piep, 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 piep. Da sind jetzt unsere Daten drauf zur Leistungsmessung. Und die werten wir dann, wenn wir wieder zurück sind in der Firma aus. Aber jetzt spielen wir uns noch. 100 auf 200 und 0 auf 100, P-Gear und Race Logic. Dazu brauchen wir erst einmal das Handy mit P-Gear App. Man sieht Geschwindigkeit, die Göri spricht da mit uns ab und zu. Schauen wir mal, ob es euch heute was sagt. Manchmal mag es nicht. System checked okay. Proceed to test. Das legen wir jetzt natürlich auf Zeiten, ich halte das nicht in der Hand. Viel zu gefährlich. Wir messen jetzt erst 100 auf 200 Wiegeler lange Geraden. Und wenn das erledigt ist, machen wir nochmal einen Launchstart. Schauen wir mal, die 6,8, was ich im letzten Video gesagt habe. Aber die schafft vollgetankt mit Adrian und mir. Ich glaube es nicht. Ich schätze jetzt mal eher, dass er eine 7er Zeit schafft. 7,5. Ah, 7,5 war schon krass. Ich sage jetzt mal 7,1. Ich schätze jetzt 7,1. Wir haben ja Winterreifen drauf, es hat minus 1,5 Grad, das müssen wir dann noch aufschreiben für die Insurik-Messung. Simon 1, was habe ich gesagt? Fuchs, hä? Wir haben jetzt noch mal kurz Stäblim und haben die 7.0 auf der Performance-Box mal verglichen mit der P-Gear. P-Gear sagt, wir haben einen Höhenunterschied von 50 cm, Anfang bis Ende, 0,4% und 0 auf 100 haben wir 6,94 Sekunden. Also ohne Korrektur bzw. Ein bisschen besser oder anderes System, gleiche Herzfrequenz vom GPS-Sensor, haben wir trotzdem ein sehr knappes Ergebnis. Wir werten aber die V-Box jetzt gleich nochmal daheim aus. Ist die schon noch aktiv, die Gurte? Ja, ist noch aktiv. Vehicle is moving. Ja, ja. Please remain still for 2 seconds or more. Warum? Weil wir moven doch. So, jetzt lassen wir nochmal alles runterkühlen nach unserem Launch-Start. Dann machen wir nochmal einen zweiten. Was passiert denn so alles bei einer Launch-Control? Launch-Control. Launch-Control heißt bei dem Auto zum Beispiel, so wie beim TT, das Ding
muss ESC off sein, also Stabilitätskontrolle, oder ASR muss off sein. Dann wird das Auto vorgespannt, das heißt, er kuppelt ein bisschen ein. Und dann, sobald ich vom Bremspedal gehe, schießt er nach vorn. Und das Geile ist, bei dem Auto, so wie beim TT, der schaltet mit der offenen Drosselklappe. Sprich, der macht nur eine Zündunterbrechung zum Schalten. Deswegen hätte es ja so komisch aus. Und nicht so smooth, sage ich jetzt einmal, zum Schalten. Aber durch das gewinnt er einfach wichtige Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, dass du die beste Zeit schaffst. Wir haben ja im ersten Run schon 7-1 gemacht, laut V-Box. Jetzt schauen wir nochmal, jetzt machen wir nochmal einen zweiten. Lassen wir aber erstmal Getriebe und Motor ein bisschen abkühlen, weil allzu schnell nacheinander ist ziemlich tödlich, was so Thermik geht. Und deswegen lassen wir ein bisschen cool down. Checked okay. Proceed to test. 60. Dum, 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 dum. 7-1, 7-0 haben wir geschafft, gut. Auf 225 Sekunden, das ist ja Wahnsinn. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen ab. 25,4, oh mein Gott, nur mal so zum Vergleich. TTRS Serie 0 auf 100, TTRS Serie 3,6 Sekunden. 100 auf 200, TTRS Serie 9,0 Sekunden. Freilich bloß mit mir drin, aber trotzdem, nur der Vergleich, 400 PS Auto. Tiguan, unser alter Tiguan. 0 auf 100, serienmäßig, ich glaube, das waren 9,2. Mit Stage 1, also 185 PS, 450 Newtonmeter, waren es 8,1. Also gute Sekunden. 100 auf 200, Tiguan mit Software, 34 Sekunden. Also eine halbe Ewigkeit. Jetzt kommt es aber. TTRS, unser TTRS, 0 auf 100, Bestwert 3,04. Also fast unter 3 Sekunden. 100 auf 200, Bestwert 6,49. Also keine 6,5 Sekunden und der ist auf von 100 auf 200. Keine 9,5 Sekunden oder gerade so 9,5 Sekunden und der ist von 0 auf 200. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und das Auto braucht 7 Sekunden auf 100 und 100 auf 200, 25,4. Also ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wir sind ja dabei, dass wir das ein bisschen verbessern. Wir werden das jetzt Step by Step machen. Das war jetzt Bestandsaufnahme Teil 1, serienmäßig. Wir werden das Auto jetzt dann flashen. Dann machen wir Stage 1 und werden nach einer Zeit dann nochmal messen, können alle Parameter wieder eingefahren und dann werden wir mit der Stage 2 abwackern. Ende! Wir nehmen jetzt mit unseren Ensorik-Sensor und die Speicherkarten aus der Performance-Box und wir sehen uns jetzt gleich wieder im Büro. Wir werten jetzt unsere Ensorik-Messung aus vom Passat. Ensorik Power Programm. Ich habe jetzt da verschiedene Filter. Ich gebe jetzt ein Benzin. Es ist ein normales Fahrzeug, weil wir haben keinen Geländewagen wie zum Beispiel Q7. Dann haben wir natürlich ein DSG. Und wir haben einen Haldex. Haldex ganz wichtig, weil solange die noch nicht getuned sind, die Autos, macht die Haldex auch nicht komplett zu. So, das war der erste Teil. Der zweite Teil sind unsere Werte von unserem Zettel. Raddurchmesser 68,0. Gewicht mit Adrian, den haben wir im Nachhinein noch gewogen, 1931. Getriebeübersetzung holen wir uns über die Markierung raus, Spitzendrehzahl. Dann haben wir noch Luftdruck, 953,9. Und Außentemperatur haben wir minus 1,5 Grad gehabt. Prüfer bin ich. Notizen, Serie, Tank voll, 2 Personen. Gut. Schauen wir mal, auslesen. Also man sieht es relativ schön, wir haben da die mehreren Messungen drauf. Dritter Gang,
Das war unsere erste vierte Gang, weil wir gesehen haben, dass es im vierten Gang auch geht. Zweite vierte Gangmessung, dritte vierte Gangmessung, vierte Gangmessung. Jetzt werten wir das Ganze aus mit Beschleunigungs- und Rollbereich. Fahrmarkierung setzen wir und sobald wir das fertig haben, kommen wir dann wieder zurück. Man sieht, er hat 411,6 Newtonmeter bei 3075 Umdrehungen und 245,9 PS bei 5088 Umdrehungen. Das heißt, er strahlt 25,9 PS nach oben. Das sind mehr als die 10%, die er serienmäßig nach oben strahlt. Was ja nicht so schlecht ist. So, wir wählen jetzt unser P-Box-Fire aus. BN26, man sieht 100 auf 200. So, wir haben gefahren eine Zeit 25,36 Sekunden, 100 auf 200, gefühlte halbe Ewigkeit. Man sieht korrigiert eine 25,91. Warum korrigiert? Wir sind ein bisschen bergab, minus 0,2% und braucht haben wir für den ganzen Run 1,15 Kilometer knapp. Also ewig. Aber wir sind ja noch verbesserungswürdig. So, jetzt machen wir 0 auf 100. Da sieht man, das erste war wahrscheinlich gerade, als wir losgefahren haben. Da haben wir über 100 Sekunden korrigiert gehabt. Aber das waren unsere zwei Runs. Einmal die 7.09 und einmal die 6.95 unkorrigiert. Korrigiert waren es dann 7.08 Sekunden mit einem halben Prozent Gefälle und 7.55 mit 2% Gefälle, 2,2% Gefälle. An sich ein gutes Ergebnis, wir waren ja zu zweit drin, 180 Kilo Fleisch an Bord sozusagen, aber deutlich verbesserungswürdig und das machen wir jetzt.